Hallo, hier ist der Jürgen aus Thailand. Hi. Ja, wie ihr sehen könnt, ich befinde mich in einem Raum. Ein immer schöner werdenden Raum, muss man dabei sagen. Das ist das Wohnzimmer meines Schwagers im Lehmhaus. Und ich hatte ja mal angekündigt, dass der am Boden arbeitet. Arbeitet immer noch am Boden. Aber man kann mal ein Fazit ziehen. Sieht schon klasse aus. Ich mache mal Licht an. Ich drehe euch dafür rum. Das ist ein Boden, der geklebt wird. Ziemlich hochwertig auch. Recht günstig. Ich versuche mal so ein bisschen hier aus der Ecke raus zu filmen. Ja, das Lehmhaus in Anführungsstrichen wird immer schöner, immer besser. Und ja, da kann man mal sehen, dass doch eine gewisse Wohnlichkeit, Behaglichkeit da ist. Hätte man nie gedacht, dass das mal so aussehen kann. Und ja, mit tollen Lampen an der Decke. Ja, jetzt im Moment sieht es hier natürlich noch ein bisschen nach Baustelle aus, das ist ganz klar. Das sind solche Klebestreifen, die man hier in den Baumärkten bekommt. Und die sind wirklich sehr gut. Die haften sehr, sehr toll. Der Boden muss natürlich immer punktuell vorher ein bisschen sauber gemacht werden. Aber das sieht richtig klasse aus. Ich bin immer wieder erstaunt über die Fähigkeiten meines Schwagers, beziehungsweise die Ideen, die er auch hat. Und sieht richtig toll aus. Ich bin da richtig von begeistert. Ja, sieht klasse aus. Jetzt sind auch mal die Fenster geputzt. Ja. Ja, das war nur ein kleines Video jetzt von uns. Wie gesagt, ich bin immer begeistert. Ich will auch immer wieder mal kurze Ausschnitte davon machen, von dem Werdegang dieses Hauses hier, weil so lebt wirklich, also ich kenne keinen anderen Menschen, der so lebt. Viele Holzhäuser sieht man ja, die mittlerweile hier in Thailand ja auch verfallen sind und so. Und dann hat das hier schon ein ganz anderes Ansehen in meinen Augen und ist richtig toll. Das war's heute mal, der Jürgen aus Thailand. Ich sage teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.